Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Flugzeuge bauen mit Willi Werkel. Steck dir gleich den Finger in die Nase. Ja, also wir haben das letzte Mal hier so Schwimmdinger dran gebaut an unser perfektes Flugzeug. Ja, egal. Ja, dann fliegen wir mal. Mit den Pfeiltasten kannst du das Flugzeug steuern. Ja, ist klar. Ja. Also, dann fliegen wir jetzt mal los. Ich muss gegen sein, ankreischen. Theoretisch könnte ich machen, aber ich rede jetzt extra ein wenig lauter, falls die Blitze noch sind. Gut, die Blitze sind nicht mehr. Dann kann ich mich ja auch ein wenig entspannen. Ja gut, jetzt lang genug geschwiegen. Jetzt geht's los, frisch gestärkt und neben mir Wasser stehen. Ja, wir fliegen jetzt erstmal alle Punkte ab. Hui, die Action. Ja, nein, eigentlicherweise nicht. Wir fliegen. Sag mal, ist das nicht toll, wie wir hier durch die Luft fliegen? Ja, toll. Also wir fliegen jetzt erstmal zu den Punkten, also zu diesem Punkt, und da landen wir mal. Ja, ich schreie gegen den an, das mache ich aber gerne. Das rote Flugzeug auf der Karte, das ist unsere Kiste. Ja, jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich so machen soll. Ja, ja, das ist nämlich ein wenig blöd, dass das Flugzeug so langsam ist. Ich könnte zwar einen langsameren... Ah, Ruhe. Willi, mon chou. Ich will mal mehr von dir sehen als einen dünnen Strich am E-Mail. Ich weiß nur leider nicht, wo die wohnt. Ja, das habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden. Tut mir leid. Ja. Naja, das werden wir noch... Guck mal da, ein Binnensee. Wo? Der blinkt ja wie ein Rehauge von hier oben. Oh, da lacht das Herz. Was? Ich hab nichts gesagt. Ja, also, ja, wir sind Schweizer. Oder ist das Schweiz? Oder Österreicher? Ja, ich weiß es nicht, ja. Also, wie ich gemerkt habe, ist das nicht so ganz gut angekommen, dass ich, ja, diese Filme mir angeschaut oder in dem Let's Play angeschaut habe. Na, ist das nicht herrlich? Gibt's was Besseres als Fliegen? So, also das ist, wie es aussieht, nicht so gut angekommen. Aber naja, gut, ich wollte alles mal ausprobieren. Diese Sümpfe sind... Ja, gut, jetzt landen wir mal. Denn jetzt haben wir ja diese Schwimmdinger. Du bist so sanft auf der Wasseroberfläche gelandet wie eine Feder. Das Diplom für souveräne Wasserlandungen hast du dir mehr als verdient. Ja, danke schön. Willi, du wirst es nicht glauben. Mon chou, Katastrophe. Ich hatte doch Stühle und Tische für die Eröffnung bestellt. Und jetzt ist nichts davon geliefert worden. Vielleicht ist das Frachtschiff untergegangen oder auf Grund gelaufen oder hat die Fracht verloren. Ach, was weiß denn ich? Aber Willi, du bist meine letzte Hoffnung. Such überall. Aus der Luft kannst du sie vielleicht finden. Mit einer Luftmaschine? Flugzeug heißt das, Gabriella. Flugzeug. Klar kann ich das machen. Ja, und so eine Aufgabe haben wir schon einmal machen müssen. Das ist uns durch Funk gesagt worden, nämlich die Uhr da. Wir sollten die Uhr finden, aber ich habe gedacht, was ist denn das? Vielleicht ist das ein Dingsbums. Nein! Ich will den Tisch. Ja, ah gut, okay, jetzt können wir wieder notlanden. Hui. Nein. So, und jetzt runter. Das sieht so gezeichnet aus, aber es ist ja... Quietsch. Oh, hier ist es ja menschenleer. Ja, keiner zu Hause. Da müssen wir wohl später wiederkommen. Jetzt hab...
Jetzt habe ich extra die Möbel eingesammelt. Ich hoffe doch, das waren alle. Und jetzt ist die weg. Ich glaube, die benötigt ihre Möbel gar nicht. Ach. Jetzt beschwere ich mich schon. Und in Wirklichkeit ist das meine Schuld. Meine Schuld. Ich hoffe nur, dass hier nicht noch... Na, ist das nicht herrlich? Gibt's was Besseres als Fliegen? Ich würde gerne wissen, wann ich alles eingesammelt habe. Aber jetzt fliegen wir erstmal zum Rand des Landkarten-Dilemmas. Oha, das sieht kompliziert aus. Ich glaube, wenn wir dunkles... weiter fliegen, kommen wir in die Unendlichkeit. Und ob wir da eine Tankstelle finden, ist die große Frage. Ja, wenn du doch abstützt, kommst du doch eh rackzack wieder zurück, Willi. Also hab dich nicht so, flieg einfach rein. Naja gut, wird wahrscheinlich nicht so klappen, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles eingesammelt. Wenn nicht, dann müssen wir noch weiter suchen, was wir noch nicht haben. Ja, leider wird das auch nicht angezeigt, was wir jetzt schon alles haben und was uns noch fehlt. Deswegen... Ist das Leben nicht herrlich, wenn man die Luft unter den Tragflächen spürt? So, gut, ich hab schon gedacht. Oh nein, 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 nein. Nein. Runter. Ich habe gerade nur die Kiste weg, also die Spiel-CD-Hülle weggeräumt. Oh, hier ist es ja menschenleer. Keiner zu Hause. Da müssen wir wohl später wiederkommen. Ich hab die gerade weggeräumt, wäre dann fast nicht flugbereit gewesen. So, jetzt müssen wir dann... Der Wind wird stärker. Oh. Aber für Piloten gibt es kein schlechtes Wetter. Nur schlechtes Material. So, jetzt hoffe ich... Noch ein Stuhl. Tauchen die etwa nach und nach auf? Oder wir stehen gerade auf der Stelle? Also auf dem Schlauch, auf dem... Ja. Oder... Sind das jetzt alle gewesen? Ich denke ja wahrscheinlich nicht. Da ist jetzt schon das zweite Mal ist. Ist das Leben nicht herrlich, wenn man die Luft unter den Tragflächen spürt? Nein, ist es nicht. So, jetzt nochmal landen. Jetzt bitte, 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 bau. Hier hast du Tische und Stühle, Gabriela. Ich hol dir so viele, wie du brauchst. Merci, mon chou. Merci, Willi. Yeah, baby. So, jetzt haben wir das abgeschlossen. Jetzt müssten wir noch die Uhr zurückgeben. Also das habe ich erfunden. Das habe ich rausgefunden. Oh, ich glaube, da kommt Sturm auf. Oh nein. Nicht schon wieder Blitze. Oh, ich hasse es. Ja, also das habe ich beim Durchschauen meiner Videos, um einen Namen zu finden, habe ich rausgefunden, dass da eine Durchsage war nach seiner Uhr. Und die haben wir dann gefunden. Nur die haben wir bis jetzt noch nicht zurückgegeben. Das war eine schöne Rolex. Und ich hadere immer noch mit mir, ob ich die wirklich dem zurückgeben soll. Die bringt viel auf eBay. Ist das nicht herrlich? Gibt's was Besseres als Fliegen? Also, ja, auf eBay gibt es schon ziemlich viel, denke ich mal. Eine schöne, dicke Gold-Rolex. Quietsch, quietsch, hallo, quietsch. Hallo, Oh, können wir da überhaupt landen? Ach ja, okay. Quietsch, quietsch. Hier ist ja überhaupt nichts los. Quietsch. Na gut. Quietsch. Kommen wir eben später nochmal wieder. Vielleicht ist dann ja jemand zu Hause. Hoffentlich blitzt und donnert es nicht. Aber diesmal bin ich viel besser beim Fliegen. Und unsere Tankleiste geht so langsam dem Ende entgegen. So, jetzt fliegen wir mal. Da hinten zu der Insel müssen wir noch.
Schaffen wir denn das? Ja, wenn wir einen Zwischenstopp machen und auftanken, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Di 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 di. Ja, egal. Ja. Ein paar. Na, ist das nicht herrlich? Gibt's was Besseres als fliegen? Schwimmen. Ach ja, ach ja, ach ja, was gibt's denn so zu erzählen? Ja, die Flugstunden, die ich hier absolviere, sind schon kürzer geworden durch unseren besseren Motor, aber trotzdem sind sie noch ziemlich lang. Ich hoffe, wir kriegen noch einen besseren Motor und einen besseren. Eine Brücke, ein Fluss, ein kleiner Ort. Von oben sieht die Welt aus wie eine Spielzeuglandschaft. Ja, ich hoffe, wir kriegen noch einen besseren Tank und einen besseren Motor. Aber bei dem Motor bin ich nie so, da weiß ich nie so, ob der jetzt besser ist oder nicht. Ja, komm, wir fliegen mit kompletter Fluggeschwindigkeit auf das hier zu und machen hier eine Bruchlandung. Ui, ui, Hier unten Sturzflug. wohnt. Quietsch, 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 quietsch. Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, Ture, du bist ja auch der Meinung, es gibt keinen Schrott, nur alte Sachen, aus denen man was Neues machen kann. Hast du zufällig irgendwelchen Kram, mit dem man einen Staubsauger reparieren kann? Wo findest du alten Kram und Plunder, wenn nicht bei dir zu Hause, Willi Werkel? Bei Ture Tapp. Tja, das nenne ich Service. Tures Tankstelle mitten in der Walachei. Ohne die könnte man mit dem Flieger gar keine weiten Strecken zurücklegen. Ja, und haben wir jetzt ein Reparaturmittel für einen Staubsauger, der eigentlicherweise ja nicht kaputt war? So, und jetzt Gas geben. Also ich glaube, diese Wasserlandedinger, die werde ich behalten, denn ja, die sind besser, denn dann kann ich auf Wasser landen und auf Festland, obwohl das sehr unlogisch ist, dass ich damit auch auf Festland landen kann. Auf Festland landen. Aber naja, gut, das Spiel wollte Ist es das so Leben nicht herrlich, und deswegen wenn man ist die das Luft Leben unter den herrlich. Tragflächen spürt? Wenn ich die Luft deines Atems spüre, boah, die stinkt. Ja, putz dir mal die Zähne. Ich bin Gamer, ich darf das. Also. Kann man sich was Einladenderes vorstellen als eine schöne, friedliche Tiefebene? Hier könnte ich tagelang fliegen. Ja, hin und her oder auf der Stelle. Naja, egal. Jetzt zu der kleinen Insel, auf der ich gerne wohnen würde. Wum, 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 wum. Kann ich denn hier nur im Wasser landen, soweit ich das noch in Erinnerung habe? Ja. Ja. Oder, ja. Quietsch, quietsch, quietsch. Ich hatte mich gerade als junger Seismologe niedergelassen, um Vulkane zu erforschen. Um mich herum herrschte eine friedliche Ruhe. Aber eines Tages hörte ich ein Grollen in der Luft und dann landeten zwei Flugzeuge. Das heißt, das eine machte eine Bruchlandung. Bang! Aber das andere landete sanft und schön. In jedem Flugzeug saß ein Mädchen. Sie ließen das zerdepperte Flugzeug hier und flogen im anderen weiter. Die Teile habe ich noch hinterm Haus. Die beiden wollten um die Welt fliegen. Und wenn sie nicht zurück sind, dann sind sie wohl noch immer unterwegs. Zwei Schwestern. Und sind weitergeflogen. Ja. Aber die Teile, die sie dagelassen haben, die kann ich noch gut gebrauchen. Die Risse in dieser Vulkaninsel werden immer größer. Aber um sie genau zu messen, um herauszufinden, ob das nächste Erdbeben morgen oder in 1000 Jahren vor der Tür steht, braucht man einen richtigen Seismographen und Rissmesser.
Ich glaube, der Polarforscher, von dem ich neulich im Radio gehört habe, hat sowas. Kalle Kuhl heißt er. Ja, ich flieg manchmal bei ihm vorbei. Mal sehen, was ich machen kann. Also der zeigt seine weißen Zähne ja sehr gerne. Aber wir waren bei diesem, Nordpol-Dingsbums da noch nicht. Also wundert mich das gerade mal. Naja, egal, dann fliegen wir halt jetzt hin und besuchen ihn jetzt einmal. Ja, die FPS-Zahl hält sich stetig bei 60, obwohl ich eingestellt habe 30, weil 30 reicht eigentlich und so weiter und so fort. Weil kein Spiel ruckelt eigentlich, doch einige Spiele ruckeln schon bei N. Ist das Leben nicht herrlich? Bei 30. Wenn man kann man sich was Einladenderes vorstellen als eine schöne, friedliche Tiefebene. Hier könnte ich tagelang fliegen. Ja, also einladender gibt's schon ziemlich viel, vor allem an der Frau. Aber ja, das gehört jetzt nicht hierher, sondern in den wahrscheinlich nächsten Ego-Shooter, also den ersten Ego-Shooter, also den Ego-Shooter, der vielleicht irgendwann demnächst mal kommt. Hier. Denn Ego-Shooter ist das Leben nicht herrlich, sind normalerweise dann ab 16 oder ab 18. Hier wohnt Viola Müssen wir hier noch etwas machen? Quietsch, quietsch, quietsch. Na, da scheint ja niemand zu Hause zu sein. Hier ist ja total tote Hose. Wir müssen wohl nochmal wiederkommen. Ja. Hui, flieg, Willi. Flieg, Werkel. Gib dir die. Ja, ich weiß nicht, wie lange sich das Let's Play noch hinziehen wird. Eigentlich habe ich gedacht, das wird so ein kleines, so 2-3 Parts, so zwischen 2-5, 6-3 Part langes Let's Play, aber naja, gut. Spaß machen tut es immer doch gerne. Wir landen jetzt einfach bei jedem Punkt einmal fertig aus. Quietsch, quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch, quietsch. Oh, hier ist es ja menschenleer. Ja, über, ja, keine Menschen. Nein, ich sehe auch keine. Und nein, ich sehe keine. Nein, 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 überhaupt nicht. Oh nein, 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 nein! Schnell! Wow, das schüttet ja! Abkürzung oder jetzt einfach so fliegen? Nein! Abkürzung! Jetzt fliegen wir ja steil nach oben. Ja! Ich dachte, wir wollten fliegen! Ja, wir wollen abstürzen! Weil die Blitze regen so auf! Nein, 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 nein! So, jetzt abstürzen! Pam! So, jetzt beamen wir uns nach Hause. So, und jetzt müssen wir noch eine. Hier ist Doris Digital. Ich habe super Teile für dich aufgetrieben. Müssen wir. Doris Digital lässt sich nicht. Oh, super. Eine Nase. Jetzt kann's mit dem Bau weitergehen. Hier 3, 4, 5, 5. 5. Eine Kühlerfigur. 7. Eine Tröte. 7. Ein Fahrgestell. Wo ist das Fahrgestell? Hier. Zack. Zack. 7. Was war das? Das ist hinten. Hintenteil, Mittelteil, Vorderteil war bei 5. Yep. Öl. Nehmen wir mal mit raus. Keine Ahnung. Keine Ahnung. 3. 7. 4.
4. Naja, könnten wir 4 hier. Ach du meine Güte, was ist denn das? Ach, ein Helikopterlandestellwerk. Nein. Naja, die Ordnung ist sehr gut. Naja, könnten wir theoretisch mitnehmen. Mach egal, das stört doch keinen. Hintenteil, Hintenteil, Hintenteil. Wer hat behauptet, man könne nicht aus allem möglichen Flugzeuge bauen? Ja, egal. Probier doch mal diesen Rumpf aus. Ja, nein, lieber nicht. Ich schmeiß das jetzt einfach alles da rein. Nein, das ist nicht dafür da. Für was ist denn das dann? Nein, Gestell ist es nicht. Hä? Sind das vielleicht Flügel? Nein, Flügel sind das auch nicht. Naja, ich muss es eh auseinanderbauen.